Sämtliche Aufnahmen sind gemacht mit der Campak T180 und hier sind wir in unserem Revier und im August gab es fast ausschließlich Rehwild. Das Niederwild ist in tiefere Regionen, wo es etwas kühler ist. Die Rehe hier sind sehr sprungstark. Es geht in gewaltigem Sprung über diesen kleinen Bach und das vor allen Dingen auch bei Nacht. Für die Rehe, die hier die Strecke öfters gehen, anscheinend kein Problem. Auch dieses Reh wird jetzt gleich springen, erst wird noch etwas geäst und der Sprung führt es dann in die andere Richtung nach hinten in den Wald. Die Jungrehe sind wieder zu zweit unterwegs. Ich bin sicher, dass ich diese Rehe schon ganz oft gesehen habe und auf mehreren Aufnahmen verewigt habe. Leider gibt es kaum Unterscheidungsmerkmale. Sie sind jetzt schon so groß und auch noch relativ neugierig. Aber die Kamera scheint ihnen keine Angst zu machen und das ist gut so. Der Fuchs, ein Tier, was bei uns ganz oft vorkommt, hier jedoch ein wunderschöner Jungfuchs, der auf der Jagd ist. Und auch nachts sind die Tiere am Esen hier an dieser Stelle mit dem frischen Gras. Dieses Tier war schon sprungfertig und wollte gerade losspringen, als es etwas gehört hat. Man sieht deutlich, wie es sich vorbereitet für den Sprung und dann doch etwas vernimmt und vergrämt wird. Hier die zwei jungen Rehe mögen die Stelle anscheinend auch. Auch sie hören was und das erste flüchtet. Hier noch ein sehr schönes Bild von einem jungen Bock, der schon eine Stange verloren hat. Sehr scheu und vorsichtig erkennt die Kamera und zieht sich gleich zurück. Ein wunderschönes Tier. An einer anderen Stelle in unserem Gebiet ziemlich das gleiche Spiel. Auch Rehwild überall. Und dennoch will ich diese Aufnahmen gerne mit euch teilen. Hier haben wir das Reh morgens bei der aufgehenden Sonne. Recht tiefer Sonnenstand, recht klares Sonnenlicht, aber die Farben sind hervorragend. Die Schärfe ist bis weit hinten außerordentlich gut. Und selbst hier diese Aufnahme bei eigentlich Nacht, denn es ist 21.30 Uhr, immer noch in Farbe. Und auch hier Kontrast und Bildschärfe außergewöhnlich gut. Hervorragende Bilder der T180. An die gleiche Stelle kommt nachts ein junger Rehbock, der sich hier dem Bast vom Horn fegt. Und schrecklich für mich anzusehen, dass unsere Setzlinge, die wir mit viel Liebe gesetzt haben, hier von ihm, ja, kaputt gefegt werden. Das ist das Gesetz der Natur. Das Stärkere wird sich durchsetzen. Wir werden gespannt sein. Es gibt einen sehr schönen Bock hier. Er ist schon sehr kräftig, tolle Halsmuskulatur. Wenn er Glück hat, schafft er es in den nächsten Sommer hinein. Ein wenig weiter weg ist unser Fließgewässer, die Blies. Und das ist eine seltene Aufnahme von einem gar nicht seltenen Vogel, der Graureiher. Der Graureiher ist jedoch ein sehr scheues Tier und sobald er die Kamera erkennt, würde er normalerweise wegfliegen. Genauso oft haben wir die Nutrias hier. Nutrias sind reine Pflanzenfresser
Und man sieht, dass die hier grünen Pflanzen für das Nutria eine echte Leibspeise sind. Und an der gleichen Stelle nachts geht mir dann ein Fischotter vor die Linse. Keiner wusste, dass es hier Fischotter gibt, und da bin ich richtig stolz darauf, dass mir dieses Glück passiert ist. Ich werde zukünftig ein Auge darauf haben und die Kamera etwas anders einstellen. Denn ich bin eigentlich auf der Suche nach ihm hier, der Biber. Auch er sollte hier nicht vorkommen. Aber er ist anscheinend nur eins von einigen Tieren, die wir hier haben. Und dieser Brummer ist tatsächlich ausgewachsen. Und das Nachmessen der Location dort ergab, dass das Tier ungefähr 1,40 Meter lang ist. Ja, das war's schon wieder bei uns. Und mit den schönsten 10 Bildern auf der Campag T180 im August 2022. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.